Moin zusammen, ich bin mal wieder in einer Public Lobby unterwegs. Es sind ein paar Leute dazu gekommen und ich versuche ihnen zu helfen, die Trophäe zu bekommen. Der einzige, der jetzt noch die ganze Zeit da war, war Luca. Er ist immer noch hallo. Da. What the fuck, was ist mit meiner Hand da los? Wenn ihr gleichzeitig nach dem Item greift, dann habt ihr da einen Bug. Okay, der Breaker ist gucken wir mal draußen. Hier oben an der Map seht ihr, wie viele man sammeln muss. Hier steht 51. Und ja, man muss leider auch draußen suchen. Oh mein Gott, warum haben wir nicht mit Taschenlampen? Ach sorry, ich habe vergessen, noch extra Taschenlampen dazu zu tun, weil ich nie welche benutze. Ich glaube, 2+1. Das heißt, eine kommt ohne Taschenlampe rein, der Arme. Mit Kerze ist eh besser, das hält die Sanity oben. Alle rein, direkt die Eier ausessen, yummy. Genau, tobt euch aus an den Eiern. Ich mache schon mal den Breaker an, dann habt ihr auch ein bisschen Licht, auch wenn das in dem Haus nicht viel bringt. Scheiße, es gibt wirklich keinen Sprint. Ja, es gibt auch einen Garten manchmal. Ja, also einer kann ruhig gerne mal draußen rumsuchen, weil da sind auch auf jeden Fall ein paar. Ich mach das schon. Ich mach mal eine Runde draußen. Genau. So. Was ist das denn hier bitte für ein Kürbis? Ich glaube, das soll einfach nur gruselig sein. Das Kürbiswetter. Oh, scheiße, das Sprint ist wirklich scheiße. Ja, aber du wirst nachher den Vorteil an der Belohnung sehen, wenn wir die Runde abschließen. Ich weiß. Der Sprint, der... Im Kürbisfeld, ein Ei. Ja, das ist CJ. Der ist ein kleiner Sneak. CJ hat die Eier wirklich sehr gut versteckt. Naja, in Kürbisfeld, also hier auf die Seite von Kürbisfeld, habe ich nichts gefunden. Ich guck noch. Oh. Ich brauche noch einen Witz, damit ich besser sehen kann. Da, bitte. Der Geist ist im Utility Room, der Knochen ist auch da. Ich kümmere mich mal nebenbei um den Geist. Ihr könnt euch weiter um die Eier kümmern. Ich sichere den Geisterraum nur ab, damit er uns nachher nicht plötzlich handeln kann. Ja, es gab, glaube ich, nur ein Ei draußen. Hier direkt neben der Mülltonne gab es eins. Ah, ich sehe, da ist noch eins neben dem Truck. Das sammle ich auch mal direkt mit auf. So, okay, mal gucken, wie viele brauchen wir denn noch? Okay, wir haben schon fast die Hälfte. 22 von 51. Okay, der Geist könnte jetzt auch im Twins Bedroom sein. Jetzt müssen wir eben aufpassen. Aber da liegt auf jeden Fall Zeugs rum im Utility Room. Also ich denke mal, der ist da drin. Zumindest sichere ich jetzt den Raum zuerst mal ab. So, sichern wir mal hier ab. Ah ja, der Knochen. War dein Foto? Ich habe gerade den Knochen fotografiert. Ja. Twins Bedroom. Ja, der Geist ist da auch irgendwo in der Ecke. So. Also ihr könnt in Ruhe nach den Eiern weitersuchen. Ich kümmere mich nebenbei um den Geist. Okay, auf gar keinen Fall gefrieren. Das kann ich nur sagen. Und hier mehr Pflanzen. Okay. Ja, ich bringe mal noch eine Kamera und Dots und sowas dahin. Dann können wir mal gucken, ob der uns nachher einen Beweis ausspuckt. Jo, also auf gar keinen Fall die Flieger, das können wir mal wegschreiben. Wir müssen mal gucken, wo er genau ist. Wo ist es denn kälter? Ist es hier bei den Waschmaschinen kälter oder in dem Schlafzimmer daneben? Was meinst du? Achso, du hast das Thermo hier gelassen. Ich guck schon nach. Okay, der Raum hier ist kalt. Mal gucken. Ja. Okay, der Geist ist auf jeden Fall bei den Waschmaschinen in dem Raum. Ja, wow. Wie viele Eier haben wir schon? Ich gucke gleich nach, wenn ich Items aus dem Truck hole, dann sage ich es euch durch. So. Ich gehe gleich so oder so eine Items holen, weil ich EMF hab nichts gekriegt. Das Licht hat hier gerade kurz geflackert. Wo hat das Licht geflackert? Bei den ganzen Items. Das war einfach ein Blitz. Ja, da ist aber auch der Geist. Das kann schon möglich sein, dass es da flackert ab und zu. Ja, aber das war wirklich ein Blitz. Oh Mann. Okay, eine UV-Lampe. Die Taschenlampe kann man nicht sehen, Alter.
Ich tue beim nächsten Loadout, mache ich die starken Taschenlampen dann voll, dass jeder eine hat. Ja, wenn... Ich hab's vergessen, weil meistens spiele ich immer nur mit 2-3 Leuten und die meisten laufen dann immer nur mit Kerzen rum. Warum laufst du mit Kerzen rum? Die Kerzen verhindern, dass deine Sanity runterdroppt. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke? Ja, wir haben Fingerabdrücke. EMF2 nur. Der hat es aber jetzt mit der Tür. Wo ist die Fotokamera? Wenn einer eine hat, kann er die Tür nochmal fotografieren, die Fingis. Der ist im Salz reingelaufen. Ja. Das Salz zum Beispiel muss man auch im Hocken fotografieren. Oh, die Tür könnten wir jetzt schön abfarmen. Ich hole mal noch eine Kamera. Oben gibt es überhaupt keine Eier mehr. Ja, oben sind keine Eier mehr. Hab alle Räume kontrolliert. Eine hat die schon aufgesammelt. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie viele wir noch brauchen. Ich hab hier nicht. Wir brauchen nur noch 2. Ist es kein Gin? Auf gar keinen Fall Gin. Ah, der ist so weg. Okay. Hat der Geist denn jetzt den Strom weggemacht oder habt ihr zu viele Lichter angemacht? Ich geh's mal wieder anmachen. Wo war der Stromgenerator? Der Strom ist neben dem Geisterraum in dem einen Raum hinten durch. Der ist das große Schlafzimmer. Ja, Der hat gerade die Kerze ausgemacht. Ich hab sie wieder angemacht. Okay, perfekt. Hopp, wie viele EMF? 3. 3? Ja, scheiße. So, Salzfüßchen fotografieren. Hier ist noch ein Kruzifix zur Sicherheit. Wo ist denn das EMF? Ist keins mehr da? Was habe ich gerade hier? Oh, ich glaube, der hat auch gerade irgendwas geworfen. Mal gucken, wie viele Fotos haben wir denn jetzt? So, ich habe wieder Strom angemacht. Ja, perfekt, danke. So, okay. Oh, nicht. Also, wir haben kein Buch. Bisher haben wir nur Fingies. Ich sehe auch keinen Orb. Haben wir die Spiritbox hier? Ja, da ist er eben reingelatscht. Die haben wir auch schon fotografiert. Ich hab schon eine Kamera hier reingestoppt. Ich kann mal gucken, dass die Geister ob's. Ja, da sind jetzt 2 Kameras. Aber ich habe noch keinen Orb gesehen. Ihr könnt aber gerne nochmal schauen. Ja, ich mach das schon mal. Weil ich gehe jetzt gucken, wie viele Eier wir haben. Ja, ich werde auch mal noch ein paar Items bringen. So, Salz, noch mehr Kamera. Ja, mein Sensei ist am Arsch, ich mach mal Pillen. Ja, kannst du ruhig Pillen reinhauen. So, wir haben Fotos hier. Geist, das schmeißt an aus Paraboon. So, Geister. Oh, Dots. Wir haben Dots. Wir haben Dots und Fingerabdrücke. Ja. War in dem Moment jemand im Raum? Da war niemand, ne? Es könnte ein Gorio dann sein. Nein, das war nur... Wir müssen mal gucken, weil ein Gorio... Der schlägt die Tür. Ich bin gleich da, ich mach sie wieder auf. Böser Geist. Böser Geist, böse. So, beim Gorio, da macht man das folgendermaßen. Man nimmt die Kamera, bleibt aus dem Raum draußen. Aber ich sehe keine. Und guck mal. Wie viele Eier fehlen uns noch? Ich glaube 2. 2. Oder 1. Wollt ihr mal sehen, wie man den Gorio rausfindet? Okay. Einer von euch, das ist eine... Okay. Banshee oder Phantom, weil wir haben keine Gefährtin und kein EMF. Ja. Aber wir haben nur 2 Beweise und wenn jemand im Raum ist und wenn ihr keine Dots seht, dann ist das ein Gorio, weil den kann man nur über die Kamera sehen. Ihr könnt das ja mal testen, indem ihr hier die Kamera nehmt und durch die durchguckt in den Raum. Dann seht ihr das, dass ihr die Dots auf der Kamera seht, aber nicht live. Dots kann man so oder so einfach da vorne sehen, muss das nicht durch die Kamera sehen. Ja, beim Gorio muss man das aber so machen, weil den sieht man nämlich nur auf der Kamera und nicht in live und daran erkennt man den dann auch. Die geht ja nicht mehr durch.
Also am besten nehmt ihr euch eine Kamera. Ihr müsst aber außerhalb vom Raum sein. Ihr müsst außerhalb vom Raum sein. Da drin ist noch eine Kamera. Hier, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal mit zwei Kameras machen. Und es darf keiner im Raum sein. Hier, nehmt euch mal die Kamera, schaut durch die Kamera, versucht die Dots und die Dots in der Kamera gleichzeitig zu sehen. Und dann werdet ihr ihn nur auf der Kamera sehen, aber nicht live. Das ist nämlich ein Gorio, glaube ich. Weil ich sehe gar keine Live-Dots. Haben wir schon mal Geisterbox probiert? Brauchen wir nicht, wir haben ja nur zwei Beweise. Der Geisterbox ist der dritte. Der Schwierigkeitsgrad ist so eingestellt, dass er einen Beweis versteckt. Man kann in den Schwierigkeitsgraden hier einstellen, wie viele Beweise die Geister geben. Oh oh. Das Kreuz brennt? Ja, es könnt ihr fotografieren. Wir sind in Hunting Range. Wenn wir Geisterbox haben, dann ist es auf jeden Fall ein. Wir bauen ein Ghost Event Escape. Wo sind die Geisterboxe von hier? Ich sehe keine. Es ist schon eine drin, die liegt schon drin, ne? Also, dann gehe ich mal von hier. Geist nochmal. Margaret Butti. Margaret. Uns fehlen noch zwei Eier. Eier fehlen uns jetzt noch. Noch zwei Eier fehlen uns. Ja, wir wissen nicht. Sei vorsichtig, der Geist kann schon handeln. Das Kruzifix hat ihn jetzt schon einmal geblockt. Macht er wieder mal den Strom an, bitte? Ja, ich mach den Strom wieder an, aber seid vorsichtig, der kann bald handeln. Wenn ihr euch verstecken müsst, lauft nach oben hinter den Sessel, da kann man sich verstecken. Ich habe ja ein Kruzifix extra in den Gang gelegt, aber es wird langsam ein bisschen gefährlich hier. Okay, jetzt weiß ich nur nicht, was die Jungs schon gefunden haben. Ich werde nochmal nebenbei nach den Eiern suchen, aber seid vorsichtig, wenn ihr in der Nähe vom Geisterraum seid. Ich war im Raum drin. Ja, der kann bald wieder handeln. Margaret! Margaret, can you hear me? Margaret, can you hear me? Margaret Bucky. Ich weiß nicht, er hat es nicht verstanden, was ich gesagt habe mit den zwei Beweisen. Ich glaube, er hat gerade wieder versucht anzugreifen. Can you hear me? Hier ist auch noch ein Versteck. Ich sehe aber kein Ei hier auf Anhieb. Ich weiß jetzt nicht, was die Jungs oben gesucht haben. Ich glaube, ich soll mal lieber verlassen. Oder nicht? Wir kriegen keinen dritten Beweis. Wir haben nur zwei Beweise. Margaret, antworte mal. Der wird dir nicht antworten. Der Geist wird ihm nicht antworten. Es ist doch nur ein Beweis. Ich sag, das ist ein Banshee. Ich sag, es ist ein Gorio. Wir müssen noch die letzten zwei Eier irgendwie finden. Ich bin immer noch am Suchen. Bin gerade draußen. Ich werde noch mal oben suchen gehen. Ich habe schon mal draußen durchguckt, aber guck mal noch mal nach. Vielleicht bei den Kürbissen habe ich was verpasst. Ja, schaut da noch mal nach. Ich werde noch mal oben alles absuchen. Mach mir mal meinen Versteck klar. Seid nur vorsichtig, der greift bald an. Also falls ihr im Haus seid, seid in der Nähe von einem Versteck. Der handelt, versteckt euch. Hand. Ich werde den gleich abwehren. Hey, Ghosty. Hallo. This way. Ghosty Pants, I'm here! Oh nein, das ist der Kabler, nein! Hallo? Wer ist das? Hallo? Leute, versteckt euch. Okay, es ist überstanden, ich habe ihn abgewehrt. Wir haben 90 Sekunden Zeit. Okay, welcher Geist ist das? Es ist ja wahrscheinlich ein Gorio. Ich habe manche. Ich verlasse mal ganz schnell das Haus und komme. Doch, jetzt ist das Eier. Ja, ich suche hier oben nach dem letzten Ei, aber ich finde es irgendwie nicht. Oben habe ich durchgesucht, da gab es keine Eier mehr. Komisch, wo kann denn das letzte Ei?
Ja, man muss da wirklich in jeder Ecke gucken. Das ist wirklich gemein. Irgendwo ist... Ah, ich habe eins. Ich habe hier oben noch eins gefunden. Wir brauchen nur noch eins. Hast du gefunden? Okay. Ja, das war sehr versteckt gewesen. Wir haben es raus mit euch. Ich bin draußen. Ich guck mal um das LKW rumherum. Manchmal gibt es ja auch da. Ne, wir haben schon alle, weil der Sound kam. Tschüss, Geist. Mach's gut. Ah ja, okay. Perfekt. Ja, wir können mal losfahren. Mhm. Ja, also, der wird hier auf der Tanten. Der Geist ist ein Goryeo, den könnt ihr eintragen. Moment mal, haben wir ein Perfect Game? Scheiße, hätten wir noch das Ghost Event, hätten wir ein Perfect Game. Aber der Geist ist mir ein bisschen zu stur für ein Ghost Event, deshalb lass uns lieber fahren. Es leben ja alle. Wait, Goryeo? Es ist ein Goryeo, ja. Okay, wie du sagst. Weil wir die Dots nur auf der Kamera sehen und nie live. Okay, los geht's. Alle Goryeo eintragen, Abfahrt. So. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder ein Goryeo eingetragen, was helfen können mit den Eierchen. Und wir werden natürlich weitermachen. Ist doch nochmal interessant, in Public Lobbys mal ein paar Leuten zu helfen. Und tada, es war ein Goryeo. Digga, hä? Wir haben jedes richtig, hä? Ja, wenn man die Geister kennt, kann man die auch leicht rausfinden. Ja, anscheinend schon, ja. So, Level 600, 601, 602, 603. 300, 300, 417 Dollar. Sie genießen jetzt ihre Summe. Und 3 Level, 4 Level, 5 Level. Was ist das denn? Ferrari F 2004 V10. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.